Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time Randomizer. Im letzten Part haben wir die Fee abgeschlossen und ein bisschen was in Garou's Trainings Ground. Und jetzt schauen wir, ob wir was wir in Garou's Festung noch finden. Ja, das ist eigentlich das, was wir heute machen. Und halt schauen, ob was wir eigentlich brauchen, um Ganon noch zu vernichten. Also, welche Trails und... Also wir brauchen jetzt die Lichtpfeile. Und ich glaube, das war's. Na gut, dann gehen wir mal da ran. Ah, ich habe das schon lange nicht mehr mit Norge der Wahrheit gemacht da in den Raum. So, weiter. Okay. Das war die... weiß ich nicht. Ja, die Truhe der unsichtbaren Gegner. Okay, ein Schlüssel für einen Geistertempel. Okay, Schattentempel. Goldenes Cthulhu. Boski. Ahias Container. Und das Cthulhu. So. Wow. So. Das war's einmal von den Raum. Also ich kann jetzt in den Schattentempel gehen. Nur halt weiß ich nicht, ob man das was bringt auch. Man weiß es nicht. Also, ich brauche jetzt den und das. Ups, das wollte ich nicht. Yeah.
Das war's knapp. So, normalerweise sind da ja da die größeren Handschuhe. Aber das hat Econos. Gut, dann sind wir. Da haben wir da eigentlich gar keine Kisten mehr zu holen. Ja. So, jetzt ist die Frage, was machen wir als erstes? Wie viele Schlüssel haben wir vom Schattentempel? 4. Kann man den ganzen Schattentempel abschließen? Oder fehlt da ein Schlüssel? Weil wenn wir den ganzen Schattentempel abschließen können, dann mache ich den auch. So, dann ist das nächste, was ich mache. Links, rechts, rechts, links, rechts, runter. Na, dann gehen wir in meinen persönlichen Lieblingstempel. Ich mag den Schattentempel. So. Ich weiß noch nicht, ob es da Skodulas gegeben hat, und wenn ja, weiß ich nicht wo. Und Fledermäuse sind auch noch da. Das ist alles, passt. So, da sind normalerweise die Karte drin. Okay. Gibt es da eigentlich noch einen Raum? Nein. Gibt's da noch einen Raum? Nein. So, jetzt machen wir das mit dem Auge der Wahrheit. Alter. Genau so wollte ich das. Erst. Alter. Hey.
Ha, ich bin so schlecht. So, da gibt's nochmal was, die Hover Boots. Ja, bin gespannt, ob wir in der, den, wie heißt der? Bongo Bongo, irgendwie so. Was war denn das jetzt? So. Das ist nochmal aus der Compass-Chest. So, und hat dir einen schönen Tag. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Boomerang. Gibt's nicht eine Kiste? Oder ist es beim nächsten? Ja, das muss ich kurz schauen. Da haben wir alle Kisten. Ist das die Kiste mitten? Was war das jetzt für eine Kiste? Ah, das war die mit den Silberrubinen, die Kiste, genau. Was auch immer das ist. Also, was ist das für ein Geräusch? So, brauche ich dafür. Ah, da brauche ich dafür. Wieso geht das nur mit den Bomben kaputt? Gemein. So, erster Schlüssel.
ganz ehrlich, ich hab. Ja. Das Geräusch, das macht mir irgendwie Angst. Ah, okay, da ist jetzt die Kiste, was ich vorher gesucht habe. So, da hinten ist noch ein Feind. Alter. So, habe ich jetzt alle besiegt? Fast. Wow. Reichlich spät. So, jetzt können wir überall hin, wo wir wollen. Wow, 64 schon mittlerweile. Ja. Also, ich habe schon wieder vergessen, dass man da einfach her. Jetzt. So, das ist die zweite Skatulle. Ist auf jeden Fall anstrengend. Yay, Bomben. Erst. Ups. 65 Skatulas. Und das in einem Randomizer. Also, was ist das für ein komisches Geräusch immer wieder? Ich glaube, ich krieg jetzt nur noch Skulltulos.
Ich hab schon 67. Nice. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann den Dungeon da mal fertig machen. Weil das war der erste Dungeon, was ich fertig gemacht habe. Erst. Also ja, für die Kiste hat man ja... Genau, da hat man die ja umbringen müssen. Genau. Okay. Geräusch, das macht mich fertig. Okay, das ist ein Boss hier. Das heißt, wenn ich bis zum Boss komme, brauche ich nicht einmal. Okay, das ist einmal gut zu wissen. Aber jetzt muss ich natürlich auch alle Gegner da besiegen. Also komme ich nicht raus. So, ist noch einer. Na. Okay. Aber so wie ich das Spiel kann, den Randomizer geht es wahrscheinlich genau um eine Dings nicht aus. Achso, ich bräuchte. Ha! Bräuchte Eisenstiefel. Lass mich da durch. Scheiße, scheiße. Passt. Ja, genau da fliege ich jetzt runter. Jetzt. Komm, lass mich da durch. Hab keine Zeit für die Spielerrunde. Yes! Ja.
Ja, die gehen alle gleichzeitig an und gleichzeitig aus. Ja. Nein. Lästig. Warten, warten, warten. Jetzt. So, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Geschlecht, ich darf da immer von ganz von neu anfangen. Ja, das kommt davon, wenn man die Eisenstiefel nicht hat. Ach, bist du deppert, ich vergesse immer die Spinne da. Lästig. Oh fuck. Jetzt! Kann ich den Schattentempel nicht fertig machen, nur wegen den Scheiß da? Das ist anstrengend. Schnell. Warten noch, bis das aufhört. Das einmal Versuch ist, wenn ich es erst nicht schaffe. Oh fuck. Ich glaube, ich muss die normalen Schuhe da anziehen, dass ich nicht gleich sofort runterfetz. Ja, ich brauche einen Schlüssel, um weiterzukommen. Dann kommt das Schiff und dann bräuchte ich noch einen Schlüssel für das da ganz hinten. Okay. Das heißt, es könnte sich ausgehen, dass ich zum Boss komme, ohne Probleme. So. Das ist lächerlich, dass ich das überhaupt probiere, aber naja. So. Aber jetzt. So, da. Wow.
So. So, das habe ich noch auswendig gewusst. Sterben die davon nicht? Oh ja. Wow. Jetzt kann ich endlich alles kaufen. Das ist sehr nettes Spiel. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch den Endgegner machen und das war's. Ne? Ja, und die Skatulle da oben holen. Jetzt habe ich eine Frage. Kann man die Skatulle? Cool. Also fehlt das eine Skatulle noch in den Tempel. Das wäre jetzt nämlich die vierte. Ich schau dann gleich mal nach. Ja, es fehlt auf jeden Fall noch einmal. Ich hab gar nicht. Achso, ich brauch den Key für den Boss und nicht für die Tür. Okay. Ja, das habe ich jetzt nicht mehr gewusst.
So. Das heißt, ich kann nicht zum Boss. Na, mach auf. Wow. Ach wow, ich bin nur noch 30. So, in einem von den Krügen ist das Cthulhu drinnen, was ich weiß. Oder hängt die da einfach da irgendwo mal dumm? Nein, das ist da glaube ich irgendwo drinnen. Wie gesagt, ich weiß das nicht mehr, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich muss es mit meinen Bomben machen. Ups. So, nein, die hängt einfach da. Also, das war nur eine Skatulle. Ich habe ein bisschen zu wenig Energie, genau. Hallo Flowmaster. Genau das sollte nicht passieren. Erst. Erst. Was haben wir da Schönes? Jo. Dann war's das wohl mit dem Schattentempel. Ja.
Was machen wir als nächstes? Wir können Jabu Jabu machen. Feuertempel können wir auch wieder ein bisschen was machen. Geistertempel haben wir zwei Schlüssel. Ja, ich werde die restlichen Schlüssel kaufen mit dem Geld, was ich jetzt habe, und dann schauen, was wir alles machen können im nächsten Part. Wie haben wir das angehen? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.